Glossy Box Girls ist heute bei mir angekommen. Ja, und so schaut die aus. Ist ziemlich schwer. Und ja, ich habe dafür 18 Euro noch bezahlt. Und ja, dann schauen wir mal. Ja, wir schauen dann mal, ne, was da alles drin ist. Ja. Glossy Box Girls, Let It Glow heißt die Edition. Sehr schön lila, so wie mein Nagellack, ne? Passt zu mir. Lila, meine absolute Lieblingsfarbe, ist ziemlich schwer. Ich bin wirklich gespannt, was da drin ist. Und ja, da ist das Kenndings, das machen wir dann. Kann ich gleich machen. Edition. Okay. Ja, dann wollen wir da reinschauen, ne? Ja. Was da so alles drin ist. Aber ja, die Preise schauen wir wie immer nachher an, ne? Also, ja. Wow, was sehe ich denn da? Wow. Also, Mermaid and Me. Dream Hair Mask, Moisture und Girl, okay. Magnolia Dream, ach so, Magnolia Dream, wow. Das ist ein großer Body, 140 Milliliter von Mermaid and Me, ja. Okay, das schaue ich mal, ja, gut. Ja, da ist jede Menge Sachen drin, das ist super. Ja, dann habe ich hier ein Duschpeeling von Bayer. Ja, ich glaube, das habe ich, das gleiche habe ich schon, Made in France. So ein kleines, so ein Diegelchen, das habe ich schon in der Dusche. Ist nicht schlecht, ist super. Ja, so ein grobes Peeling. Muss mal schauen, ob das das gleiche ist oder. Weiß noch nicht. Dann haben wir hier Matt Me von Sleek. Ein Lippengloss. Und welche schöne Farbe das ist. Ja. Ist wirklich eine schöne, schöne Farbe. Ist anders. Matt Me, das ist. Oder Liquid Lipstick. Ah, ich glaube, das ist ein haltbarer, ne? Liquid Lipstick ist das. Glaube schon. Ultra Smooth Matte Lip Cream. Velvet Slipper. Ja, ist eine sehr schöne Farbe. Okay, dann haben wir hier, wow, von Alverde Naturkosmetik. Ja. Das sind glowige Lidschatten, Quattro, Aquamarin. Wow. Sieh, das ist ja, oh mein Gott. Hohohoho. Die glowen. Ja, das für Weihnachten oder Silvester. Könnt ihr den Glanz sehen? Wow. Machen wir halt mal Swatchen. Ja. Okay. Das ist okay. Ja. Ah, der helle ist schön. Oh ja, der helle ist schön. Ja, die anderen, ja. Mal gucken. Ja. Okay. Nicht so ganz so gut. Aber ja, egal. Uhuhu.
Dann haben wir hier ein Nihan de Parfum. Genau, mal. Darum ist es so schwer. 50 Milliliter von Nihan. Wow. Oh ja, so ein schöner Flakon. La Seduction heißt es. Sehr schön. Und mit Mandel, oh, Tuberose und Tonkabohnen. Wow. Ja, sehr schön. Oh ja. Dann haben wir hier von Deli Concept Soap Sponge. Multifunktional Soap Sponge. Was? Was ist das? Seifenschwamm? Soap Sponge. Okay. Ja. Das ist Seife und Schwamm in einem. Wow. Habe ich auch noch nicht gehabt. Mal schauen, was das dann ist. Für was das gehört. Shower the World with Love. Safun. Sponge in the Inside, ja. Bin ich gespannt. Aloe Vera. Ja, da bin ich sehr gespannt. Dann haben wir hier Radiant Glow in a Jar. Alles Glow Cream wahrscheinlich sind drin. Habe ich das nicht schon auch in Glossy Box gehabt? Mal schauen. Ja, genau, das ist der Highlighter, den habe ich euch schon in die Verlosungskiste rein, den habe ich jetzt noch einmal. Ja, okay, das ist so ein Highlighter, ist das nämlich. Ja, den habe ich euch schon verlost, ne? Ja, und jetzt habe ich ihn auch noch mal, das ist doch ganz gut, ist doch super. Na, das ist dann diese Farbe hier. Wow. Ja, super. Jetzt bring es nicht auf. Ja, bringe ich jetzt nicht auf, okay, aber ich habe das gedacht, nee, habe ich nicht geswatcht, aber es ist ein Highlighter. Es ist ein Illuminating Balm, ja, so ein Creme-Highlighter, so ein kleines Töpfchen, 5 Milliliter, glaube ich, sind das, ist super, ja. Genau. Und dann habe ich hier von Love, oh, da habe ich noch was, uiuiui, jetzt ja. Da habe ich also noch einen Stift von Alverde Eyeliner Automatik. Sehr schön im Blau. Okay. Ah, das ist so ein zum Rausdrehen. Ja, es ist wie so ein. Ja. Großen Stift halt, ne? Ja. Nicht schlecht in Blau, ja. Blau ist zwar nicht so meine Farbe. Dann von Love Blushment Blurring Blush. 6 Gramm haben wir hier. Wow. Dann gucken wir mal. Ja.
Blush sind immer gut gesehen bei mir. Nee. Ja. Oh, das ist schön. Oh. Das ist hübsch. So edles Packaging. Oh ja. Das ist dieser Blush hier. Oh. Jo. No. Ja, der hat auch einen Glanz. Sehr schön. Na, da bin ich jetzt gespannt. Ja, ist doch super. So, dann schauen wir mal. Wow, der Blush, das Blush. Wunderschön. Ja, jetzt gucken wir mal in unser schlaues Handy. So, hey Glossy Girl, das, wenn das innere Kuscheldamm ganz oben anschlägt, ja, genau. Jetzt haben wir hier Nihan. Parfums ist, ja, auf die Haut oder Kleidung aufsprühen. 50 Milliliter kosten 9,95 €. Ja, das ist das Parfum. Es riecht gut, ja. Das mit Tonkabohnen drin, ne? Ja. Dann haben wir Illuminating Balm. Ja, genau. Oh, ihr seht's nicht. Das spiegelt ihr. Genau. Den letzten Glowy Touch für deinen festlichen Make-up-Look bekommst du dank dieses Balms. Er passt sich jedem Hautton an und verleiht deiner Haut ein tolles Leuchten. Ob auf Augenlidern, Wangen oder unterhalb der Augenbrauen, die cremige, balmutartige Konsistenz lässt sich super leicht verblenden und duftet nicht nur nach exotischer Kokosnuss, sondern pflegt unter anderem mit Kokosnussöl, Squalan sowie Shea Butter. Ja. Mit sauberen Fingern auf die zu betonenden Stellen wie Wangenknochen, Amorbogen, Augeninnenwinkel, Nase und so weiter auftupfen und gut in die Haut arbeiten. 5 Gramm kosten 15,50 Euro von diesen. Ja, ist schon ein stolzes Sümmchen, ne, für 5 Gramm. Naturkosmetik, Quadrolid Schattenpalette, Aquamarin, echtes Beauty Power Quartett. Ja, ein Power Quartett kostet 3,95 €. Ja, gut. Ja, schauen wir mal. Jetzt kommt Daily Concept, diese Seife. Multifunktion Sponge Aloe Vera. Nimm die extra Zeit unter der Dusche und diesen multifunktionalen Seifenschwamm gleich mit. Angereichert mit feuchtigkeitsspendenden Aloe Vera-Extrakten. Das für die Dusche, zum Duschen. Excellent. Dank seiner milden Textur. Sanft, aber gründlich. So kannst du deine Haut schonen von Schmutz sowie Unreinheiten befreien und die Gesamtstruktur verbessern. Haut und Schwamm mit warmem Wasser befeuchten. Mann, jetzt in kreisenden Bewegungen über die Haut fahren, während sich der Schwamm aufschäumt und seine peelende Wirkung entfaltet. Anschließend überschüssiges Wasser aus dem Schwamm ausdrücken und in einer Seifenschale oder an einem trockenen Ort aufbewahren. Kann für Körper und/oder Gesicht verwendet werden. 6,95 € kostet das. Ja, wird ausprobiert. Dann haben wir ja Moana Granit Scrub. Ich habe von Moana schon, aber ob das dasselbe ist, weiß ich nicht. 13,90 €, 76 Gramm. Sanfte Body Scrub erfrischt und befreit unter der Dusche. Meerseid Shea und Nussschalenpulver sowie Jojoba und Kokosnussöl. Der unvergleichlich zarte Duft der Tiare-Blume ver weilt noch lange auf deiner Haut und lässt dich so echte Frühlingsvibes mitten im Winter versprühen. Einmal wöchentlich, ja.
Ja, der kostet 13,90. Den Sunsky, das habe ich nicht drin gehabt. Da habe ich aber schon zwei Stück. Ich habe die Magnolia Dream Haarmaske, ne? Haare wie gewohnt waschen, walnussgroße Portionen entnehmen, Längenspitzen. 34,99 kostet die Mermaid and Me 140 Milliliter. Wow. Ja, okay. Ist auch ein stolzer Preis, würde ich sagen. Dann haben wir Love Blush Mint Blurring Blush. 9,99 € 6 Gramm. Da gibt es zwei Farben, die Nummer 30 und die Nummer 10. Welche Nummer habe ich? Glaube 30. 10 habe ich. Ah. Be the Game Changer. Ja, ich habe die Nummer 10. Da gibt es noch eine. 30 ist mehr noch peachiger oder pinker. Ja, dann von Alverde Naturkosmetik. Kajal Eyeliner, Light Blue oder Aquatic Blue. Was habe ich? Aquatic Blue, glaube ich, ne? Mit Spitze. Light Blue habe ich. Okay, ist ein Kajal. Okay. Ja, kostet 1,75. Ah, das ist. Jetzt haben wir Matte Me Liquid Lip. Velvet Slipper. Shabby Chic. Ich habe Velvet Slipper, die 1. Mit diesem Liquid Lipstick, intensive Farbe auf deinen Kussmund. Ja, genau. Schön. Jo. 5,95 € 6 Milliliter. Ja, ich habe von Sleek schon mal eine Lippen-Dings. Ja, alles in einem ist das gute Box. Ich habe schon einen Liquid Lipstick. Mann. Aber in einer anderen Farbe, Nude-Farbe. Ne? Schön, jetzt habe ich ja nochmal eine. Ich fand Sleek sehr gut, ja. Okay, alles in einem. Ich muss mal schauen, ob das von. Dasselbe ist, aber das Dösler kommt mir bekannt vor. Ob das derselbe Duft ist oder ob es da andere Duftrichtungen gibt, weiß ich nicht. Das lasse ich jetzt zu und schaue erst mal. Ne? Okay, meine Lieben, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und ja, wünsche euch ein schönes Wochenende, schönen Samstag. Ja. Weil jetzt seht ihr dann gleich das Adventskalender-Video, habe ich zuerst abgedreht und jetzt drehe ich das ab, ne? Okay. Ich wünsche euch was, ne? Tschüss.